Ist doch einfach alles scheiße, Alter. Es gibt einfach nichts Neues. Überhaupt nichts. Henning? Sebastian, ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's blind. Ich sitze im Urlaub. Pass mal, guck mal rechts in deine Schublade, du findest den Schlüssel. Da habe ich einen Simulator vorbereitet für dich. Einen Restaurant-Simulator. Und wie es dich gehört, an jedem wunderbaren Restaurant, auch hier in Kroatien ist das gleiche so der Fall, hast du immer eine geile Bar. Und jede Bar hat gutes Bier. Aber wir brauchen das beste Bier. Und damit du das auf jeden Fall auch brauen kannst und auch hinbekommst, machst du jetzt Störsis Bier an dieser Bar in dem Restaurant und dann machen wir daraus eine Kette, mein Freund. Hast du mich verstanden, wie geil das ist? Wir gehen weltweit. International? Aber erstmal probieren. Auch. Brauch mal ein bisschen was an der Bar zusammen und gucken, ob du es hinbekommst. Gut, ich versuch's, Henning. Ja, ne, mach bitte keinen Mist und schick mir mal das Ergebnis. Jetzt ist dein Gesicht eingefroren. Nee, ich habe einfach nichts gemacht. So, hau rein. Och nee, nicht das schon wieder. Dieses Kostüm habe ich gefühlt immer an, wenn es darum geht, irgendwas Kellnermäßiges zu machen. Okay, jetzt da drin. Oh. Ist fertig. Da steckt Schweiß von 80 VR-Videos drin. Gefällt's dir an den Gott? Ich zieh mich um. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Wir brauen Bier, wir verkaufen Bier und dumme Kunden hauen wir in die Fresse. Ha! Yes, that's me. No, not the fruit of Einsteins loins. I'm the one in the back, the handsome one. My education. Das bin nicht ich. Which is not surprising because his. Ha! Schön. Hier sind wir, ne? Auf der Straße im schönen Kroatien hat mir Henning was vorbereitet, ne? Man erkennt Kroatien vor allem an den Passanten, die hier langlaufen. Wir sagen mal Hallo. Mein Herr, einen wunderschönen guten Tag, mein... Ich glaube, ich kann das alles irgendwie nicht mehr. Oh, und wieder hin. Wo will sie hin? Das finden wir jetzt heraus, wo diese junge Dame hier hin will. Hä? Ich bin einfach despawned. Ihr habt's gehört, Henning braucht wieder meine Hilfe. Wir haben vor einiger Zeit Sterzigs Schweiß entwickelt. Das war ein wunderschöner Prozess. Muss ich jetzt wirklich warten, bis der Scheiß 100 Grad ist? Wir haben Bier gebraut und wie wir Bier gebraut haben, haben das ganze Henning vorgestellt und der war hin und weg. Heute hat er mich gebeten, endlich mal zu proben, wie das ist im Verkauf. Das ist ja nicht für jedermann. Wir gehen rein. Ach du Scheiße! Henning, was hast du hier für eine Bruchbude angeholt? Hör mal! Na, ich sammle die Holzlatten ein, wir gehen hier schön hinter, sammeln die leeren Flaschen, hier ist noch mehr Müll. Also wirklich, Bild kommt wieder an die Wand. Es ist ein schönes Bild von Hennings Vogel. Schön, was haben wir hier hinten? Auch noch Müll. Eieieiei. Bevor wir irgendwie jetzt Bier verkaufen, ist natürlich klar, dass wir hier wischen müssen. Denn nur ein sauberer Laden ist ein guter Laden. Wischiwaschi. Was, vor der Haustür müssen wir wischen? Cringe. Zack, zack, zack. So, jetzt haben wir sauber gemacht. Jetzt müssen wir natürlich auch hier einmal die Wände neu machen. Denn die Scheiße geht nicht. Diese grüne Tapete ist ja auch irgendwie aus dem 16. Jahrhundert. Oh, schön Backstein. So, schöne neue Patete wollte ich schon fast sagen, ne? Zack, zack. Und schon passt das auch wieder. Ne? Oh, wenn die Leute erstmal sterzig Schweiß in ihren hässlichen, fetten Mund bekommen. Entschuldigung. Receive. Oh. Oh, wir hatten einfach in der Paketstation einen Tisch und Stühle. Schön ans Fenster. Vier Tische noch. Eins, vier, zwei, eins. Also ich sag mal so, wir haben jetzt das Grundlegende, ne? Ich sehe mich schon richtig schön an diesem Ding stehen. Oh mein Herr, was darf's sein? Ein schönes sterzig Schweiß oder wie immer. Ja, ich habe eine kurze Hose an und... Ey, was geht, mein Bro? Ich hätte gern ein Liter sterzig Schweiß. Guckst du auf meine neue Sonnenbrille? Ey, Bro, die ist von Holzkern. Holzkern hat nicht nur richtig geile Sonnenbrillen,
sondern auch Uhren, sogar Handtaschen, Armbänder, Ketten, Schmuck generell. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich kann dir nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und wenn du jetzt darauf gehst und den Code STERZIG15 eingibst, bekommst du sogar noch 15% Rabatt. Meine Fresse, Alter. Hol dir jetzt am besten für den Sommer oder den nächsten Urlaub deine neue Sonnenbrille. Ja, ich habe schon eine. Ihr bekommt da sogar so eine coole Kork-Dings dazu. Also wirklich, was wartest du noch? Link ist in der Beschreibung oder im Top-Kommentar. Weißt du was? Ich habe gar keinen Bock mehr auf Bier. Ich gehe an die Sonne mit meiner Sonnenbrille. Danke Holzkern für Sponsoren von dem Video. Jetzt dürfen wir uns einen Namen aussuchen. Pass auf, wie Henning es sich überlegt hat damals. Sterzigs Schweiß. Das ganz groß über den Laden. Ich erinnere mich. Sterzigs Schweiß. Schön. Och, das finde ich doch eigentlich ganz gut. Da würde ich das jetzt mal nach vorne bringen. Schön zu unserer Zapfanlage. So. Hier? Nee, wo packt man das denn hin? Hier? Eieiei, hier? Und jetzt connecten wir die Scheiße. Wir haben hier das Fass Bier. Und dann zapfen wir das Ganze einmal. Oh. Never mind. Hä? Oh Gott! Der Schlauch ragt durchs komplette Bild, hör mal! Okay, I have the beer, but I still need something to serve it in. Pouring beer directly into mouths is not an option. Möglich ist es schon. Also wirklich. Also, ich habe jetzt jemanden organisiert, um diesen Fakt einmal zu widerlegen. Stell dich auch gerne vor. Hi, ich bin der Chris, ein Rated, bin der Trainer von Eintracht Spandau. Trainer von Eintracht Spandau. Professioneller Bier, ein Schenker. Langsam, aber sicher. Mhm. Na, einer geht noch. Danke. Also möglich ist es schon. Okay, ja, dann kaufe ich mir halt Gläser. Was haben wir denn hier? Ja, aber schon so wie... Alter! Bootglass? Oh. Das schneiden wir raus. Bootglass, 6-mal, so. Das ist ja der Hammer! Gut, wir drehen das Open Sign um und dann verkaufen wir... Verkaufen wir? Oh Mann, Alter. Und dann verkaufen wir die erste Ladung. Sterzig Schweiß. Im Sterzig Schweiß. Hallo! Oh, Sie haben fast die Tür zerstört, aber das würde ich Ihnen nochmal nachsehen, ne? So, Sie wollen Bier. Okay. Zack. Oh, bitteschön. Oh, oh Gott. Ins Auge? What the fuck? Viel Spaß damit. Tschüss. Was kann ich für Sie tun? Sie wollen auch ein Bier, kriegen Sie. Ist ja fast so, als würde es hier nur Bier zu trinken geben, ne? Hier, nehmen Sie diesen Schuh. Bitteschön. Boom. Pow. Ba. Boom. Will er noch eins? Junge, der will richtig saufen. Na gut. Muss er wissen, ne? Oh. Ha! Die haben hier einfach die Gläser gestapelt. Okay, das ist jetzt sauber, ne? Boah, ist ja wirklich voller Betrieb hier. Schön. Sie haben ausgetrunken, das freut mich. Boom, zack, boom, bap, boom, bam, bim, boom, bap, boom, tschack, boom, zack. Alter, ich mach hier alles sauber, ne? Junge, die alte Dame kommt hier rein und haut sich den Stiefel mit voller Leidenschaft in die Stirn hinein, ohne den Mund zu öffnen. Mein Herr, ich bin sofort bei Ihnen. Ich mach noch ganz kurz hier den Stiefel sauber. Moin. Zack, Sie wollen bestimmt ein Bier, was anderes kann ich nämlich nicht anbieten. Boom, bam, pa, ba, boom, ba, bada, bang, beep, bop, wischen, ba, bing, bong, ba, bung. Viel Spaß damit. Madame, was wollen Sie? Sie wollen auch noch ein Bier. Na jöd, na jöd, na jöd, na jöd. Boom, bada, bang, bung, pow, boom, sauber. Ein Barstuhl! Das ist
Wir öffnen. Warte mal, habe ich noch Bier? Mein fucking Bier ist leer. Ich habe doch gar kein Bier. Aber was mache ich jetzt? Ich glaube, mein Spiel ist stuck. Ich glaube wirklich, mein Spiel ist stuck. Ich kann ja jetzt hier nichts machen. Weil oben links steht noch, hold linke Mausplatte to pour the beer. Muss ich jetzt alles nochmal machen? Bitte nicht. Okay, wir machen jetzt hier schnell alles sauber. Ganz, 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 ganz fix. Ich versuche gerade alles neu zu machen, aber was passiert hier gerade? Die Connection Tube haut einfach rein. Die Connection Tube ist gerade einfach... Digga, ich hab einfach so viele Fragen. For the love of God, kann ich die jetzt nicht auswählen. Yes. Okay, wir haben jetzt alles nur von vorne gemacht, wegen diesem wunderschönen Bug oder was auch immer das war. Und bedienen jetzt diese wunderbaren Menschen noch einmal. Und wenn wir dann wieder diesen dreckigen Bug haben, dann steche ich euch ab. Ich habe das Gefühl, wir werden wieder auf den Bug stoßen. Okay, jetzt ist die Mission, wo wir eben stuck waren. Hold linke Maustaste to pour beer. Das kriegen wir jetzt hin. We did it, right? Pour the beer. Ja, ich bin ja dabei. Okay, ich glaube, wir sind wieder stuck bei dieser Mission. Ich bin so sauer. Weil ich poure das Bier in die Münder dieser Menschen. Eigentlich. Ich bin so verwirrt, was soll ich machen? Ich hab jetzt so viel Bier geport. Leute, also ich bin ehrlich mit euch, ich versuche es wirklich zu schaffen. Oh no! Upsi! Jetzt hab ich ein Glas kaputt gemacht. Das ist doch scheiße! Brew Pub Simulator Playtest. Vor 6 Monaten, Sekunde. Okay, wir sind jetzt irgendwie bei einem asiatischen Channel gelandet. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, dem löst. Hä? Er hat's einfach gemacht. Er hat's einfach geschafft. What? Er hat's einfach gemacht? Warte, hä? Pass auf, ich mach das jetzt noch einmal. Ich lasse Bugs nicht siegen. Ich mach jetzt Speedrun. Komm, fucking Speedrun. Let's go. Oh nein, jetzt habe ich wieder den Bug, dass ich es nicht aufheben kann. Nee, und jetzt bewegt sich das wieder. Ja. Wir versuchen jetzt nochmal ein ASMR-Speedrun. Heute speedrunnen wir gemeinsam Brewpub Simulator Demo. Wir haben viele tolle Menschen hier auf der Straße und ich werde zum 80. Mal angerufen. Und dieses Spiel will mich einfach nur verarschen. Schön. Bim. Bum, bam. Bim, bam, bum, bam. I forgot to tip thanks to our regional ninja. Wie oft ich diese scheiß Stühle schon platziert habe. Okay, we got it. Ich meine, es ist doch alles eigentlich einfach. Ich mache bestimmt irgendwas falsch. So, welche Gläser hatte er? Er hatte die hier. Scheiß auf die fucking Schuhe. Erste Kunde. Ah, die Tür. Oh. Oh mein Gott, es gibt so eine scheiß Ansicht. Oh, das kann doch alles nicht wahr sein. Okay, wir wissen jetzt immerhin, wie es funktioniert. Es könnte alles so einfach sein, you know? Mein Gott, ich kam nicht mal zu dem Punkt, dass ich irgendwie Bier braue. Hehehe, ha. Ha, ha, ha.
God fucking bless. Nach einer Stunde und 10 Minuten bin ich endlich mal ansatzweise weitergekommen. Mein Gott. Place the pot on... Ist das nicht ein... Ist doch ein Plastikeimer, oder? Das kann ich doch nicht machen. Ich kann doch jetzt nicht einfach einen Plastikeimer auf dem Herd platzieren. Soll das so sein? Oh, hier! So, hier müssen jetzt 5,3. So, jetzt aber. Ja, ich wusste nicht, dass ich das hier mit drin habe. Ups. 1,3. 1,3 Liter. Ich glaube, das Ding ist jetzt leer. So, jetzt habe ich ein neues. Jetzt können wir immerhin die 1300 Milliliter voll machen. Hier, hops. Wie viel brauche ich? 10 Gramm. Okay, das reicht schon. Das Geile an dem Spiel ist, ich habe ja schon mal so ein Brooding gespielt und da hat alles wirklich ewig gedauert. Also wirklich, wirklich Ewigkeiten. Das heißt, das kocht jetzt einfach vor sich hin und ich muss 10 Stunden warten, bis die Temperatur bei 100 Grad ist. Ich könnte legit jetzt losgehen zum Kiosk, mir da ein Bier kaufen, bis ich wieder hier bin, ist es immer noch nicht bei 100 Grad. Ich war gerade bei einem Kiosk. Und hier ist einfach alles besser. Das ist insane. Also jetzt, wo es funktioniert, ne? So, 21 Grad. Pack up bag with yeast. Schön. Okay, hier kommt jetzt alles rein. Und jetzt muss das ja ein bisschen reifen, ne? Wir packen das mal hier hin. Und jetzt warte ich einfach. Customize your beer? Ja! Sterzix Schweiß! Let's go! Komm, wir gehen auf 6 Dollar hoch, weil das ist Premium-Bier. Boom, bam, bang! Let's go! Wir legen los. Bin mal gespannt, ob das jemand kauft. Hallo! Was kann ich für Sie tun? Lassen Sie sich Ihr Schweiß schmecken. Was kann ich für Sie tun? Sie wollen auch Sterzix Schweiß. Das Ding ist, Sie haben gar keine andere Wahl. Bitte schön! Bitteschön. Das ist doch safe ein Alien, oder? Was kann ich für Sie tun? Number one, please. Immer gern. Was passiert? Eieieiei, das fand ich gut. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich kann es kaum erwarten, Henning davon zu berichten. Es wird einfach nur klasse. Ich rufe ihn mal an. Henning. Sebastian. Henning, ich sagte nur so viel. Es lief alles blendend. Ich habe jetzt mein eigenes Restaurant hier, meine eigene Bar. Sterzig Schweiß ist ganz oben an der Spitze. 6 Dollar pro halben Liter. 6 Dollar nur? Ja, 6 Dollar pro halben Liter. Ja, das kann man noch ein bisschen hochschrauben. Mach mal doppelt. Ja, hast recht eigentlich. Bitte. Das Logo habe ich dir gewidmet. Das sieht aus wie du, es hat auch einen Hut. Ja, ich sehe das, es ist fantastisch. Danke, Henning. So wie ich. Henning, bald dann in Spandau. Ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub und du darfst jetzt noch sagen, dass die Leute abonnieren sollen. Abonniert, Hand auf, ach ne, Entschuldigung. Abonniert, hier sterb dich, ne? Auf dich, Henning. Bis dann. Tschüss. Tschüss.